den starken Fängen der Perspektivlosigkeit. Wie finanzierst du den Lifestyle aus Spilo und Nikes? Das fragtest du dich Tag und Nacht, die Freunde, die du gar nicht hast. Riete nicht davon ab, in der Bahn zu fragen, wer Karten hat. Du tust was fürs Gemeinwohl, ja, du bildest dir das ewig ein. Das so bekloppt, wie stolz auf seine Nationalität zu sein. Nein, ich seh's nicht ein, nur einem von euch Respekt zu zeigen. Eure Empathie und Selbstachtung liegen zerfetzt im Gleis. Privat ist deine Art, wohl im Park paar Schläge zu geben. Als Kompensat für dein schäbiges Leben. Du bist mit deinem verklebten Fahrkartenlesegerät und der übergriffigen Haltung am Rand der Legalität. Wir fahren schwarz, nehmt ihr ruhig so viel ein, wie ihr könnt. 1, 3, 1, 2, ich fahr mit 13 und 12. Mein Leben könnte traurig sein, so scheiße und öde. Doch ich danke meinen Eltern, ich bin kein Kontrolleur. Egal ob PVG, RSAG oder DB, die Scheiße bleibt die gleiche. Das Menschenrecht auf Mobilität wird dir nicht zugestanden. Erfüllst du nicht ihre ökonomischen Standards? Nach Toast und Spaghetti mit Ketchup in den alten Tagen lässt sich als Kontrolletti die Selbstdemütigung tragen. Wir fahren schwarz, egal mit Lohn auf Tasche oder Sanktionen im Harz. Wir fahren schwarz, egal mit Lohn auf Tasche oder Sanktionen im Harz. Ich träum die Welt bunt, Suff, Sex, Gift, Konfetti. Doch mach die Augen auf, da steht ein Kontrolletti. Rostocker Regen draußen, noch im Dunkeln los zur Arbeit. Der Macker schnauzt mich an, ihr Fahrausweis fort. Digga, ich bin vor Depression, komm aus dem Bett gekommen. Fuck. Und seit die Bahntüren zu sind, zittere ich beklommen. Ich fahr grad, um mir die Beweglichkeit leisten zu können. Leider. Dabei sollte die Stadt doch eigentlich allen gehören. Doch Omas DDR-Wohnungsstolz, das Asylheim da draußen, sowie die Hartz-IV-Sozialproblembezirke, auch Plattenbauten. Ja. Kannst du dich nicht bewegen, verreckst du in dem Elend. Logischerweise ist das Fahrrad die Lösung von vielen Problemen. Doch nicht alle können alles. Der Schaffner schikaniert, doch auch er schafft nicht alles. Wird auch marginalisiert. Gefangen in der Bahn, Angst bringt mich aus. Doch Glück schafft sich Gehör. Haltestelle springt raus, hinter mir der Kontrolleur. Schnell. Egal ob PVG, RSAG oder DB, die Scheiße bleibt die gleiche. Das Menschenrecht auf Mobilität wird dir nicht zugestanden. Erfüllst du nicht ihre ökonomischen Standards? Nach Toast und Spaghetti mit Ketchup in den alten Tagen lässt sich als Kontrolletti die Selbstdemütigung tragen. Wir fahren schwarz, egal mit Lohn auf Tasche oder Sanktionen im Harz. Wir fahren schwarz, egal mit Lohn auf Tasche oder Sanktionen im Harz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser, muss ja so sein, denn es liegt ja in des reichen Interesse. Wer bietet Angriffsfläche, wer kann sich das Ticket nicht leisten? Wer schon ängstlich bei der Bahnfahrt, Gesichtszüge entgleisen? Und tu mal nicht so, als wäre dir das nicht bewusst. Ihr seid nur Schergen in Zivil und keine Robin Hoods. Niemals. Wer nicht zahlen kann, ist sein Nichtsnutz. Mindset wie der Fisco, weil sie dich abstempeln wollen wie ihre Drecksticket. Steht auf dem Sozialticket, riesengroß S-Ticket, weg damit. Da fahr ich lieber schwarz, lasse mich erwischen und nehme die Beine in die Hand. Nette Fassade, ihr seid echt witzig da im Internet. Es muss nur glänzen, schon will keiner wissen, was dahinter steckt. Deine BVG, Influenza mit Fuhrpark. Es ist in Deutschland möglich, dass man sich die 1,50 Euro für die Kurzfahrkarte nicht leisten kann, dann 60 Euro Strafe zahlen muss, weil man das erst recht nicht zahlen kann, ins Gefängnis kommt und der Staat dann 150 Euro pro Tag pro Häftling ausgibt. In einem Referendum hatten die Talliner für freie Fahrt im Bus gestimmt. Die Stadt subventionierte den Nahverkehr ohnehin mit 70%. Die restlichen 30 übernahm sie dann auch. In Luxemburg sind Fahrten mit Bahn, Bus oder Straßenbahn nun gratis. Einfach ein- und aussteigen ohne Ticket. Die Fahrkartenautomaten werden noch abmontiert, Schalter geschlossen, Kontrolleure für neue Aufgaben umgeschult.